Willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es nur um die Berlin Fashion Week, denn wie viele von euch wissen, Celine war bei uns. Wir haben sie mit der Kamera natürlich bei den Castings begleitet und wir zeigen euch, was wir vor Ort erlebt haben und natürlich auch, wen wir getroffen haben. Es ist Fashion Week in Berlin, Sommer 2017. Es gibt die Fashion Week immer zweimal im Jahr, einmal im Winter, einmal im Sommer. Und wir waren in den vergangenen Jahren auch schon auf der Fashion Week, aber dieses Mal war es was ganz Besonderes, weil Celine war bei uns. Um die Frage gleich mal vorwegzunehmen, warum Celine bei uns war, warum sie bei uns geschlafen hat und warum wir sie auch zu den Castings begleitet haben und zu den Shows gefahren haben. Also wie viele von euch mitbekommen haben, haben wir ja uns im Prinzip kennengelernt durch unsere Topmodel-Videoreihe. Das heißt, wir hatten schon Kontakt während der Sendung, wir haben uns beim Finale kurz getroffen. Wir hatten sie dann vor ein paar Wochen in Berlin, als der Kiss Cup war. Und dadurch ist im Prinzip ein freundschaftliches Verhältnis entstanden, weswegen wir dann auch Celine angeboten hatten, dass sie bei uns schlafen kann, was einfach daran liegt, ihr wohnt total mittig, direkt in Berlin-Mitte. Und das Kaufhaus, wo die Fashion Weeks stattfinden, das ist von hier zu Fuß vielleicht 10 Minuten. Das ist natürlich unglaublich praktisch, weil sie einfach hinlaufen kann, ne? Also wir sind zwar oft dabei, aber gerade wenn sie jetzt mal irgendwie ganz früh einen Termin hat oder sie einen Termin, wo wir nicht können, kann sie einfach hinlaufen. Sie muss nicht mit der Bahn fahren, sie muss nicht mit dem Taxi fahren und das ist natürlich auch ganz praktisch. Bei uns hat sie deswegen geschlafen, erstens, weil wir uns gut verstehen, zweitens, weil wir eine große Wohnung haben und auch den Platz haben und dadurch, dass wir sie ja zu den Castings gefahren haben, die nicht in dem Kaufhaus sind, weil die Castings sind in der Regel in ganz Berlin verteilt, bietet sich das natürlich an, weil es auch unglaublich viel Zeit spart, ne? Das ist einfach so viel besser für uns gewesen. Wir haben der Celine natürlich auch ein paar Castings vermittelt, im Prinzip in Kooperation mit ihrer Agentur One1. Das heißt, One1 hat ja den normalen Ablauf geplant und auch ihr viele Termine verschafft. Wir haben ihr auch ein paar Termine organisiert, ein paar Castings, haben die dann an Celine gegeben, die hat es wiederum an One1 gegeben, da wurde ein Zeitplan erstellt und insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Kombination, weil wir ihr auch ein bisschen helfen konnten und ja, also zwei Seiten, die da im Prinzip ein bisschen Input bieten, das bringt ja am Ende auch viel mehr, ne? Kann man ja schon so sagen. Jedes Casting ist letztendlich anders und jedes Casting ist auch an einem anderen Ort. Das hat uns manchmal ganz schön unter Druck gesetzt, weil die Termine wirklich super eng kalkuliert sind. Also wir hatten teilweise 6 bis 8 Castings am Tag. Wir haben die jetzt nicht alle gefilmt, weil am Freitag war das allererste Casting. Das war für Celine natürlich auch super spannend, weil es war im Prinzip die erste Fashion Week, die sie gemacht hat, weil bei Germany's Next Topmodel war sie ja nicht bei einer Fashion Week, also sie wurde ja auch nicht für die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin gebucht und das war im Prinzip das erste Casting außerhalb der Show und das war schon ja ein sehr spannender und aufregender Moment, als wir hingefahren sind. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum allerersten Casting der Fashion Week und der Designer hat so einen komischen Namen. Ich glaube, ich blamier mich gleich und spreche ihn falsch aus, aber ich würde sagen, er heißt Masonet. Leute, stimmt das? Ja, oder? ja, Celine, fahren wir da jetzt hin. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist in Berlin schon wieder Land unter und das im Sommer. Und ja, wir sind mal gespannt, was da jetzt passiert. Weißt du eigentlich dann jetzt gleich, ob du genommen wirst oder nicht? Nee, nicht unbedingt, oder? Nee, also es ist ja ein geschlossenes Casting. Also ich wurde ja eingeladen, aber da sind ja trotzdem noch ganz viele Models. Also geschlossen heißt, da kommen nur Models hin, die eingeladen wurden. Ja. Und bei einem offenen Casting kann im Prinzip Hinz und Kunz kommen, ja? Ja, genau. Okay, und das ist jetzt das erste Casting mit Fashion Week. Das heißt, du bist wahrscheinlich noch aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Bin mal gespannt. Ja, wir auch. Wir dürfen wir leider ja nicht mit rein. Ich bin gespannt, was da allgemein für Mädels unterwegs sind. Also jetzt nicht von, ich meine, wir dürfen ja dann auch Celine und was weiß ich, aber das sind ja auch trotzdem No-Names im Prinzip da und da bin ich mal gespannt, wie die so aussehen oder wie die sich verkörpern und darstellen. Ja. Sind wir schon da? Ich muss eigentlich irgendwo parken, hier ist 91, ja. Ich okay. Darf da nicht rüber. Ich ziehe jetzt einfach rüber, ist mir egal. Oh nein, hier darf ich wirklich nicht stehen, das ist eine Ausfahrt, aber egal. Egal. So, wir warten hier. Du kannst ja mal so ein Update schreiben, ne? Schreib euch. Wir drücken dir die Daumen. 91, also ist es hier. Links, vor, links wo das neben diesem orientalischen Laden müsste es der 91 sein. Super, vielen Erfolg. Viel Erfolg. Ciao. Das erste Casting, jetzt ist sie aufgeregt. Ja, wäre ich an ihrer Stelle aber auch. Sie schafft es schon. Da steht sogar Casting dran auf dem Schild. Siehst du das? Nee. Ach ja. Ja, ganz ehrlich, also
Ich würde echt interessieren, wie die anderen ausschauen, aber Celine sieht einfach sehr gut aus. Von nebenher wird ihr diesen Job schon bekommen. Vor Ort haben wir bei dem Casting auch gewartet. Es hat relativ lang gedauert und das ist auch mal sehr unterschiedlich. Mal bist du nach 5 Minuten wieder draußen, mal bist du aber auch nach 1 Stunde wieder draußen. Das ist einfach, kommt drauf an, ob es ein offenes Casting ist, ob es ein geschlossenes Casting ist. Jeder Designer hat sich da anders organisiert und manchmal dauert es halt länger und wie gesagt, manchmal geht es kürzer. Wir haben im Auto gewartet, haben natürlich auch ein paar andere Mädels und Topmodel gesehen, die da rumgeschlichen sind. Und ja, es war für uns auch eigentlich eine ganz spannende Erfahrung, das mal so zu erleben, wie unterschiedlich die Castings letztendlich ablaufen. Also Celine schreibt, es ist übervoll und Melina ist auch da. Melina? Ich lasse das jetzt unkommentiert. Ja, aber das heißt, das dauert hier noch ein bisschen. Guck mal, das war die eine von Topmodel, die uns so dumm angeguckt hatte beim Finale, da als wir so gegafft hatten. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist Nikita Thompson. Oh oh, was sagt uns dieses was Gesicht? Was sagt sie? Sieht aber gut aus. Ich bin gespannt. Du siehst. Job. Ja! Yay. Sehr geil. Der erste Tag war im Prinzip sehr erfolgreich für Celine, weil sie hatte ein Casting, hat das auch gleich bekommen und das war natürlich ein super Einstieg in die Fashion Week. Der erste Tag war wie gesagt relativ entspannt, aber am nächsten Tag begann das Chaos schon. Die Problematik am nächsten Tag war die, dass wir total vergessen hatten, dass Michaela eine Buchung in Nürnberg hat. Also nicht insofern vergessen, dass wir den Termin vergessen haben, das natürlich nicht, sondern das bedeutet, dass wir unser Auto nicht haben. Wir wollten aber auch nicht mit der Bahn fahren, weil das mit der Bahn einfach zu lang dauert. Das heißt, wir mussten uns dann im Prinzip spontan ein Auto mieten und das hat uns dann ganz schön Zeit gekostet, weil wir da ehrlich gesagt ein bisschen unvorbereitet in den Tag gestartet sind, weil wir einfach nicht dran gedacht haben. So, ein neuer Casting-Tag. Wir sind alle hochmotiviert und gar nicht müde. Doch mal sehen, meine Augenbrauen sind auch wieder ganz so schlimm wie gestern, falls jemandem aufgefallen ist. Und wir brauchen jetzt noch ein anderes Auto, weil Konrad muss zu einem Job fahren. Das haben wir nicht bedacht. Und deswegen haben wir Nikita mitgenommen, weil es so lange dauert und der Hund nicht so lange allein sein soll. Also von hier 1 Minute zu Fuß, ja? Ja. Conny, dann viel Erfolg. Danke. Dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Viel Erfolg fürs Casting. Danke. Wo ist das Auto denn? Ich habe es noch nie benutzt. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass das jetzt klappt. Das sieht doch ganz schön aus. Oh, das ist auch gar nicht so klein, wie ich dachte. Das passt doch. Ich hatte nur Angst, dass wir den Hund nicht reinkriegen, aber es sieht gut aus. Du, das klang gut. Da ging, glaube ich, gerade was auf vom Geräusch her. Okay. Oh. Boah, es ist dreckig. Ernsthaft? Nee. Die Castings gingen auch wieder teilweise relativ schnell. Wir waren bei einem vor Ort, da wollte ich gerade die Kamera rausholen, da war das Casting aber schon vorbei. Da haben wir auch getroffen die Juliana, die, oh Gott, wer war es noch? Die Melina war da, die Serlina war da, also so ein paar GNTM-Models. Aber da kommt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die große Zeit auf, dass man sich da miteinander unterhalten kann, sondern jeder macht sein Ding und geht. Jeder ist da auch zu einer anderen Zeit da. Deswegen ist es ein relativ schneller Ablauf. Man sieht sich, man sagt Hallo, dann verschwindet man auch schon wieder. Dann gehen wir jetzt zu Lena Hoschek. Es sind nur 28 Minuten. Oh nee, jetzt eine halbe Stunde. Und das Casting ging super schnell, ne? Wir konnten gar nichts filmen. Ja, es ging so schnell. Ich bin ja reingekommen, da habe ich Schuhe bekommen. Einmal von rechts nach links laufen. Ja, und dann vielen Dank, wir melden uns bei der Agentur. Mal sehen. Wir sind gespannt, ob es klappt. Die sagen halt wirklich gar nichts. Also, ja. Also nichts durchspielen. Okay, Nikita, weiter geht's. Zum nächsten Casting. In Hoffnung, dass es auch so schnell geht. Ja, aber lieber so, als hätten wir jetzt 2 Stunden gewartet, oder? Ja, wir sollten uns nicht dran gewöhnen. Weil, manchmal wartet man 2 Stunden, um dann von rechts nach links einmal zu laufen. Eben. Und sagen Tschüss. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir beim Casting, haben wir gewechselt, ne? Casting, was war? Lena Hoschek? Lena Hoschek. Weißt du, ob das ein geschlossenes war oder ein offenes? Es war ein geschlossenes, glaube ich. Oh ja, sehr gut. Weil das war jetzt gerade vorher, war ein offenes und ja, ging super schnell. Es ging übel schnell. Und jetzt hoffentlich auch. Ja. Das muss jetzt hier irgendwo rechts dann bald sein. Ja, in 500 Meter. Okay. So, Celine. Dann gehen wir schnell die Daumen. Einkaufen. Kann ich hier links raus? Ja, ja, pass nur auf. Und du schreibst mir, du rufst im Notfall an, ja? Ja, mache ich. Wir sind hier gleich in der Gegend. Also da muss ich rein, okay. Ja. Ich drück dir die Daumen. Danke. Tschüss.
Wir haben dann beim nächsten Casting die Celine abgeliefert und sind dann im Prinzip nach Hause gefahren, weil sie uns signalisiert hat, dass es ein bisschen länger dauert. Und da wir diesen Mietwagen hatten und wir ja im Prinzip jede Minute bezahlen, die wir im Auto bleiben und wir aber auch nicht draußen so richtig bleiben konnten, weil eben das Wetter unvorteilhaft war und wir den Hund dabei hatten, dachten wir einfach, dass es vielleicht besser ist, wenn wir einfach nach Hause fahren und sie uns dann einfach im Prinzip kontaktiert, wenn sie das Casting beendet hat. Es war dann so, dass wir tatsächlich zu Hause auf sie gewartet haben, was aber daran lag, dass sie von dem einen Casting von einem anderen Model mit zum Job genommen wurde, zum nächsten Job. Und insofern mussten wir jetzt nicht mal irgendwo hinfahren und haben natürlich super gespannt zu Hause gewartet, um einfach das Ergebnis zu erfahren, wie letztendlich das Casting abgelaufen ist. Hey. Und? Gut gelaufen? Ja, war ganz gut. Ja, bei dem einen Casting hast du doch ewig gebraucht, oder? Ja, da waren so gefühlt 100 Mädchen vor dir. Ja, ich war, glaube ich, die 59. erst. Aber die sagen ja auch aus der Agentur Bescheid? Ja, die sagen auch aus der Agentur. Also ihr könnt euch keine Ergebnisse verraten, aber ihr werdet sie ja spätestens am Ende des Videos sehen, weil dann wissen wir, ob es geklappt hat oder nicht. Und für uns ist heute der zweite Tag vorbei und ich bin super froh. Ich habe jetzt einfach alle schlafen. Ich bin auch müde. Nee, das Wetter macht. Ja, auch wahr. Der neue Tag startete auch leider Gottes etwas unvorteilhaft. Konrad hatte noch geschlafen, weil er war ja in der Nacht zuvor mit Michaela in Nürnberg und die sind auch nachts wieder nach Hause gefahren, also eine mega Marathonreise. Und er hatte uns das Auto extra vor der Tür geparkt. Das Problem ist einfach nur, dass das ein sehr großes Auto ist und vorn und hinten jemand so eng eingeparkt hat, dass wir einfach nicht ausparken konnten. Und das war ein super Problem, weil wir Zeitdruck hatten. Ein neuer Morgen, Tag 3 beim Casting und wir sind schon mega verspätet, weil ihr seht, wir kommen nicht aus der Parklücke raus. Hier hat irgendein Spasti so krass vor uns eingeparkt. Oh, Scheiße, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe rauf, schreibe ihn richtig schön. Ja, und hier dahinter auch, dass jetzt Konrad kommt und versucht auszuparken für uns, weil wir einfach nicht kommen. Und Celine steht jetzt irgendwie dumm rum, weil wir hier nicht wegkommen. Das an einem Sonntag, oder? Stimmung. Der ist ganz dicht nach hinten gefahren. So ein Klopfer, oder? Sorry, dass ich dich wecken musste. Ich weiß, du bist erst um 5 ins Bett und wir haben es um 10, aber... Ich muss nur noch Max gleich kommen und dann geht's los. Perfekt. Danke schon mal. Na klar. Okay, ein bisschen hier halten. Okay, und schlaf weiter, ne? Nee, ich geh jetzt nicht. Nee, wirklich später. Schlaf weiter. Nee, kann jetzt alles gut. Einfach war nicht so spät gestern. Also viel Spaß euch, ja? Ja, Spaß. Grüß Celine. Okay, ja? Bis dann. Ciao. Ciao. Irgendwann hat es dann geklappt. Wir haben dann Celine ins Auto geparkt, haben auch tatsächlich Celina mitgenommen. Wir haben das im Auto nicht gefilmt, natürlich auch so ein bisschen aus ja, Diskretionsgründen. Ne? Wir kennen sie jetzt nicht so richtig, sie kennen zwar unsere Videos, aber wir haben sie einfach zu einem Termin mitgenommen, weil sich das so zufällig ergeben hat. Aber das war es jetzt endlich auch und das war jetzt auch nicht so der Rahmen, wo man groß filmen sollte. So Max, vorletzte Casting für heute. Wir haben schon 3 oder 4 ja. mit Celine erlebt. Die sind, glaube ich, alle ganz gut gelaufen, oder? Jetzt fahren wir zu Anja Gockel. Bei Anja Gockel haben wir schon ganz viele Videos gedreht. Die verlinken wir euch natürlich alle. Eigentlich immer auf der Fashion Show, oder? Ja. Und Anja Gockel hat das Casting heute im Adlon. Das ist jetzt hier vorne gleich. Luxushotel in Berlin. Direkt neben dem Brandenburger Tor, was man hier schon so ein bisschen sieht. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass die Leute umfahren. Ja, man kann auch mal so schlecht parken. Ich hoffe, das geht schnell, weil die anderen Castings jetzt gingen super schnell. Celine hatte dann noch ein Casting für Anja Gockel. Ich bin da mit reingegangen und habe mir einfach mal so die Mädchen angeguckt. Da waren auch wieder einige Mädchen von Germany's Next Topmodel, unter anderem auch wieder die Melina, die Julia St. Ich glaube, wer war nachher? Die Kim habe ich gesehen, die Gewinnerin. Die Letizia habe ich gesehen, die Maya habe ich gesehen. Also es waren einige Mädchen da bei dem Anja Gockel Casting. Aber ich glaube, wer hat den Job bekommen? Also Celine hat ihn bekommen, die anderen Mädchen, soweit ich weiß, nicht. Das Problem war dann einfach nur, die Celine konnte nicht laufen, weil sich das zeitlich überschnitten hat. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Hier hinten bei mir rein. Ging ja trotzdem schnell mit Fitting und allem. Ja. Vor allem, jetzt noch ein Casting. Aha. Ja. Ich komme hier. Hat ja auch einen Job bekommen? Ja, die hat den auch gekriegt anscheinend. Die kam mir nämlich entgegen, als ich rausgegangen bin. Okay, dann zum letzten Casting. Oh, ja. Ich will auch Kaffee. Sollen wir dann auch einen holen irgendwo? Willst du auch? Oder wohin fahren wir jetzt? Oh. Warte. Ich sehe ja gar nicht. Ja, Celine kam total happy zurück und meinte dann aber, du Ramon, ich kann da ja gar nicht laufen, weil das Problem ist, ihr müsst euch vorstellen,
die meisten Shows sind immer auf eine Stunde getaktet. Jede Stunde ist im Prinzip eine Show. Ein Model muss aber teilweise, auch wenn ich das total unnötig finde, 3 bis 4 Stunden vor der Show schon Backstage sein. Ja? Das heißt natürlich, dass du gar nicht so viele Shows am Tag machen musst. Wenn die Show um 8 ist und du schon 4 Stunden vorher da sein musst, dann kannst du dir das ja auf den Tag ausrechnen. Und genau das war auch das Problem bei Anja Gockel. Und genau das war auch das Problem bei unzähligen anderen Shows. Also Celine hatte so viele Zusagen. Sie konnte sich wirklich für jeden Job entscheiden, aber sie konnte am Ende wirklich nur 8 Laufstegjobs machen, weil alles andere einfach zeitlich nicht gepasst hat. Und das ist wirklich ein bisschen schade und da muss man vielleicht wirklich im nächsten Jahr einfach mal ein bisschen dran arbeiten, dass man das noch ein bisschen besser macht, weil wenn jemand so gefragt ist wie Celine, dann geht es glaube ich einfach nicht, dass man da 4-5 Stunden schon vorher rumsitzt. Ja, ein neuer Tag und wir hatten heute wieder einige Castings, die für Celine echt super gut gelaufen sind. Wir kommen schon gar nicht mehr aus diesem Casting-Thema raus, aber jetzt gehen wir zu einer Party von Harald Glöckler und Celine, zeig dich, wie du dich hergerichtet hast. Ja, ich glaube, du wirst ja die schönste am Abend sein. Quatsch. Und auch die größte, nur wieder zum Vergleich. Heute mit hohen Schuhen und ich würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg, weil es warten schon alle auf uns, okay? Und ihr seid natürlich hautnah dabei. Am Abend sind wir noch auf die Harald-Glöckler-Party gegangen, auf die Dandy-Diary-Party in Berlin. Ein super tolles Event. Wir wurden dort von RTL begleitet. Ich hatte einen Dreh, da haben sie mich einfach so ein bisschen dazu befragt, wie der Job ist, wie die Branche ist. Ich habe so ein bisschen erzählt. Sie haben dann auch ein bisschen auf der Party gedreht, weil Michaela dort aufgelegt hat. Wie gesagt, Harald-Glöckler war da, Michaela war da, Celine und Max und Konrad, die waren alle kurz da, sind nicht super lang geblieben. Es war ein ganz cooles Event. Es waren super viele Blogger da, auch die Elena C. vom letzten Jahr war da. Bill Kaulitz war da, Kadalot war da, also dann haben wir die Nikita Thompson getroffen, die Trainerin von hier, die Laufstegtrainerin von Germany's Next Topmodel, der haben uns super unterhalten. Also es war auf jeden Fall ein super toller Abend und auch ein tolles Ende der Castings, weil es war Montagabend und Dienstag ging es ja dann im Prinzip offiziell mit den Jobs los. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, auch wenn es vielleicht alles ein bisschen wirr war und irgendwie vielleicht manchmal auch nicht nachvollziehbar. Das fällt mir nämlich immer auf, dass für mich immer alles klar ist, wenn ich schneide, aber vielleicht ein paar Fragen offen bleiben für den Zuschauer. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal drunter, wenn ich irgendwas nicht gut erklärt habe. Dann werde ich es auf jeden Fall noch nachholen und dann könnt ihr euch schon mal auf den nächsten Teil freuen, weil der nächste Teil beschäftigt sich dann tatsächlich nur mit den Shows. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn es war sehr, sehr aufwendig zu schneiden, aber mir hat super Spaß gemacht und ich hoffe, dass das Ergebnis auf jeden Fall für euren Geschmack ist.